Langsam bekam alles Griff und Glanz. Die Unsicherheit schwand, die Worte kamen von selber und ich achtete nicht mehr so darauf, was ich sagte. Ich trank weiter und spürte, wie die große weiche Welle herankam und mich erfasste, wie sich die leere Stunde der Dämmerung mit Bildern füllte und geisterhaft über den gleichgültigen, grauen Bezirken des Daseins der lautlose Zug der Träume wieder auftauchte. Diesen Auszug finde ich besonders tiefgründig. Ich prahle natürlich nicht, aber viele Leute haben zugegeben, dass es ohne meine Werke nicht möglich sei, sich deutsche Literatur vorzustellen. Und da ist die Fortsetzung. Die Wände der Bar weiteten sich, und plötzlich war es nicht mehr die Bar. Es war eine Ecke der Welt, ein Winkel der Zuflucht, ein halbdunkler Unterstand. Hey, Alter, was laberst du denn da? Ich verstehe kein Wort. Wenn du keinen Stress willst, dann halt die Klappe. Gewisse Wörter haben in dem Munde des Volkes allen ihren Nachdruck verloren, oder sie haben niemals einigen gehabt. Ferner sind sie für die Sprache vorzüglich brauchbaren Wörter, die wirklich etwas sagen und nicht nur zu sagen scheinen. Du tickst echt nicht richtig. Die Deutschen können bei ihrer Wortwahl nie zu sorgfältig sein. Unsere Sprache hat wirklich noch eine nicht geringe Anzahl von Wörtern dieser überaus gehobenen Art. Hey, ganz ehrlich, du spinnst, Mann. Hey, cool, ist gerade übergeschnappt, oder? Es mag stimmen, dass unsere Sprache auch noch neue Wörter nötig hat. Ich rechne unter die neuen und einigen wenige veraltete, die wir wieder aufnehmen sollten, zum Beispiel Weiland oder Gau. Der Kerl hat echt eine Meise. Die Muttersprache zugleich. Reinigen und bereichern ist das Geschäft der besten Köpfe und sollte mit viel Bedacht und nicht mit dem Zufall überlassen sein. Reinigung ohne Bereicherung erweist sich aber auch öfters als geistlos. Na dann, mein Beileid, du Opfer. Unsere gehobene Sprache soll überhaupt vielseitiger, schöner und erhabener werden. Wenn wir unsere Gedanken ausdrücken wollen, so müssen wir Wörter wählen, die sie ganz ausdrücken. Ganz ehrlich, Kumpel, bist du jetzt komplett abgedriftet, du Geisteskranke? Diejenigen, welche widersprechen und streiten, sollten mitunter bedenken, dass nicht jede Sprache jedem verständlich sei. Hey, sorry, Mann. Meinst du mich jetzt gerade oder was? Ich gehe jetzt besser eine rauchen, bevor ich jemand hier auf die Fresse haue. Kapiert?